In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wo ihr alle Fähigkeitsbäume auf der Karte finden könnt. Jeder Fähigkeitsbaum hat drei Früchte und wenn ihr die aufnehmt und im Inventar benutzt, dann könnt ihr damit die Attacke einem eurer Pals beibringen. Dabei ist das Element der Attacke egal. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Feuerperl habt, könnt ihr hier Blitzsachen benutzen und der Perl wird dann diese Attacke lernen. Es gibt mehrere dieser Bäume auf der Karte verteilt. Und wenn ihr die Früchte erntet, dauert es eine Zeit, bis diese wieder respawnen und ihr könnt die erneut ernten. Es hilft daher, dass ihr euch merkt, wo diese Bäume sind oder wenn ihr einen Baum habt, wo ihr immer wieder mal nachschaut. Angeblich sind die Fähigkeiten etwas seltener, also da könnt ihr bessere Fähigkeiten bekommen, wenn ihr in die Regionen geht, wo die Perls selber etwas höher vom Level sind.